Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der My Goodie Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in meinem Geburtstagsmonat darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich erzähle euch ein paar Eckdaten, während ich die auspacke. Ich wollte euch nämlich einfach mal zeigen, wie die so eingepackt ist. Das ist nämlich wirklich in einem ganz, ganz dünnen Karton tatsächlich drin. Also das ist sehr, sehr wenig Verpackungsmaterial, was ich schön finde. Die Box kannst du auch noch weiterverwenden, weil die ja in dieser ganz besonderen Form daherkommt. Und ich bekomme die Box monatlich kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an das liebe Goodiebox-Team. Die ist echt total praktisch. Ich habe hier hinten, ihr seht das nicht, weil ich das Kamerabild ein bisschen verändert habe, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass es doch etwas unruhig aussieht, wenn man die ganze Zeit die Boxen so bunt im Hintergrund sieht. Und stimmt auch wohl, ne? Ich möchte das so ein bisschen schlichter auch haben, sagte sie und hatte alles kunterbunt im Hintergrund. Egal, es war ein Reim. Genau, auf jeden Fall. Kostet die regulär 19,95 pro Box, erscheint monatlich, ist eine, dänische. Es kommt aber aus Deutschland, aus Krefeld. Ist aber eigentlich eine dänische Box. Bin gerade verwirrt. Okay, ja, und die enthält 5 Beauty-Produkte, vorwiegend Pflege und ab und an auch mal coole dekorative Kosmetik. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Ich bekomme die Box auch mit den Goodie-Produkten zugeschickt. Das heißt, die Produkte, die du kostenlos dazu bekommst, wenn du das erste Abo abschließt. Und die zeige ich euch auch gleich. Und weil ich keine zweite Box zum Verlosen habe, mache ich einfach eine kunterbunte Verlosung. Und zwar gibt es ein individuelles Beauty-Paket zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox unter diesem Video. Schau da gerne einfach mal vorbei. Da habe ich auch ganz viele weitere Informationen eingeblendet. So, auf jeden Fall haben wir hier eine Schublade, die ich jetzt einfach mal komplett rausnehme, ne? Und sie ist so schön gelb. Meine Mama wird es hardcore feiern, weil ihre Lieblingsfarbe ist gelb. Und hier haben wir schon den Blick in die Box. Und wir sehen die beiden Produkte, die für Umme mit dabei sind. Die haben einen Wert von 26 Euro, habe ich eben auf der Homepage gesehen. Man muss dafür keinen extra Code eingeben und bekommt die tatsächlich mit dazu. Von Respire, das Après Soleil Naturel After Sun. Das ist cool. Also hoffentlich kommt jetzt bald der Sommer, ne? Da hoffe ich so sehr drauf. Aber meistens ist es so, dass wenn ich Urlaub habe, ja, ich oute mich jetzt tatsächlich als die Schuldige. Normalerweise habe ich immer zwischen meinem Geburtstag und dem von meinem Freund so 2-3 Wochen Urlaub, ne? Und dann ist immer bombenmäßiges Wetter. Dieses Jahr haben wir keinen Urlaub in dem Zeitraum genommen und ich glaube, es wird nicht so schönes Wetter. Ich glaube, es hängt damit zusammen tatsächlich, dass wir unseren Urlaub um quasi einen Monat verschoben haben. Also stellen wir uns alle darauf ein, dass ab Mitte Juni wundervollstes Sommerwetter sein wird. Wenn das wirklich der Fall ist, lache ich mich schlapp. Genau. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal After Sun. Also wenn du im Garten warst, wenn du in der Sonne gelegen hast, solltest du deiner Haut danach ein bisschen was Gutes tun und mit so einer After Sun-Pflege unterwegs sein. Finde ich richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier von Chamomile You etwas drin. Das ist eine Sun Body Lotion Medium Protection. Also ist für mich zu wenig, ne? 15. Viel, viel zu wenig. Und da sind 30 Milliliter enthalten. Ich nehme immer 50. Also 30 nehme ich aktuell, ansonsten nehme ich immer 50 oder 50 plus. 30 nehme ich, weil ich das letztens in der Box mit drin hatte und das einfach benutze, ne, weil was weg ist, ist weg. Und jetzt habe ich aber das hier, das werde ich aber wahrscheinlich meinem Freund geben, falls er mal darüber nachdenkt, sich einzucremen, was er nie tut, weil der ist vom Hautton, also der hat halt auch braune Haare und so, ne? Also ist jetzt schon knackebraun, ein sehr geiler Hauttyp. Ich bin so neidisch auf seine Haut. Gib mir deine Haut. Nein, alles gut. Ich hoffe, dass wenn wir uns irgendwann mal fortpflanzen, dass unsere Kinder seine Haut bekommen werden. Das wäre ein Träumchen. Genau. Auf jeden Fall bekommt ihr diese beiden Produkte, wie gesagt, für Umme mit dabei, wenn ihr die Box frisch abonniert. Finde ich sehr, sehr cool, ne? So, jetzt schauen wir einfach mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Die haben sich erstmal das Motto überlegt, was sich nennt First Hint of Summer. Genau. Sammy, ja, ist jetzt hinter mir, der chillt jetzt da auch so ein bisschen. Gewittert nämlich gerade ein bisschen draußen und dann ist hier immer so seine Safe Zone und ich hoffe, dass das Gewitter jetzt vorbeizieht und uns in Ruhe lässt. Genau, so, First Hint of Summer, da steht aber ganz schön wenig, sonst haben wir hier immer einen ziemlich langen Text. Okay,
Die offene Straße heißt uns willkommen und schickt uns ins Ungewisse. Die warme Luft, die wärmende Sonne und noch wärmere Reifen. Die Blumenfelder und der Geruch von Freiheit. Da fällt mir ein, ich muss mir noch Sommerreifen kaufen. Ich brauche 2 neue und ich muss Reifen wechseln, denn ich fahre immer noch auf Winterreifen. Wir sind genau da, wo wir sein wollen. Von Picknicks bis hin zu wirbelnden Wellen, durch Wälder, Hügel und Berge. Es gibt keinen Ort, an dem wir sein müssen. Es geht nicht darum, woher du kommst. Es geht um dich. Es geht um mich. Es geht um uns. Es geht um das Miteinander. Es ist der erste Vorgeschmack auf den Sommer. Diesen Monat nehmen wir dich mit auf eine reinigende Reise, um deinen Geist zu befreien und einen klaren Kopf zu bekommen. Also schnall dich an und mach dich bereit für dein nächstes großes Abenteuer. Hört sich für mich von dem Intro so ein bisschen an, als hätten wir hier fast nur Pflegeprodukte drin. So reinigend und ne, take care of yourself und so ein Kram. Ich bin eher ein Fan von dekorativer Kosmetik, Leute. Da bin ich ja. Ich bin mal so ein kleiner, ne? Ja, so bin ich halt. Genau. Sag Hallo zum neuen Goodiebox-Shop. Och, guck mal. Hat hier noch jemand unsere Limited Editions und Classics-Boxen so sehr vermisst wie wir? In unserem neuen Goodiebox-Shop findest du deine extra Portion MeTime und kannst die beliebtesten Boxen aus vergangenen Monaten entdecken. Das ist cool. Mit dem Rabattcode HIGHFIVE High Five! Sparst du 5 Euro auf jede Box und erhältst sie zum exklusiven Mitgliedspreis. Finde ich cool. Ready, Set, Shop, shop.bygoodiebox.com. Setze ich euch in die Infobox den Link. Okay, so. Produkte angucken. 5 Minuten, nein, fast 7 Minuten Labarababa. Okay, wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zugemacht wird. Okay, der Klebi hat es nicht zugemacht. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Sieht schon mal ganz gut aus. So ein bisschen irgendwas, ich weiß nicht, als wäre da Sand drin, was ich ziemlich ulkig finden würde. Sag Hallo zu einer neuen pflanzlichen und zuckerfreien Pastille. Cool, die habe ich als True Gums bei mir im Auto. Und hier sind True Mints. Sind die auch drin? Ja, haben wir auch hier mit bei. Ja, cool. Rein pflanzlich, Kirsche zuckerfrei. Lecker. Ich mag Kirsche voll gerne, aber ich esse euch jetzt hier keinen vor damit, okay? Ich hoffe, das ist okay. Dann habe ich als nächstes hier etwas drin. Ist auch so. Balance Me AHA Glow Mask. 20 ml. Die habe ich tatsächlich auch noch da. Das heißt, die wird dann demnächst mal in eine Verlosung wandern. Oder ich habe eine kleinere da, dann tausche ich die aus. Dann habe ich eine größere hier. Ja, und das lässt du smooth over face and leave up for 15 minutes. Ja, 15 Minuten lässt du es drauf und dann wäschst du es ab und dann ist alles wundervoll. Soll die Glow geben. Ich habe aktuell, das ist ja quasi wie ein Fruchtsäure-Peeling, ne? Oder eine Fruchtsäure-Maske, habe ich aktuell sowieso als Glow Booster von Beauty Mates, mische ich mir in meine Tagescreme mit rein. Ne? Gibt mir sowieso schon genug Glow. Das heißt, das sollte man jetzt nicht doppelt und dreifach verwenden, weil irgendwann ist die Haut ja auch an ihrer endgültigen Ausreizgrenze angelangt. Und ja, genau. Aber das finde ich cool. Das ist auch eine schöne Marke, denn bei Goodiebox ist es auch immer so, wir haben echt interessante Marken hier mit bei, die du so nicht wirklich auf dem Beauty-Markt hier bei uns in Deutschland so findest. Was ich geil finde, weil das ist einfach mal was Neues. Dieses Respire, da hatten wir auch schon mal ein festes Shampoo mit bei. Von Balance Me hatten wir schon das ein oder andere dabei. Also so langsam fühlt man sich ziemlich familiär schon fast in dieser ganzen Kosmetiklinie. Wobei dann immer mal wieder eine Marke mit dabei ist, wo man denkt, ach Mensch, die kannte ich noch gar nicht. Und das ist alles so... Mir kommt das alles so vor, aber ich weiß nicht, das sind halt alles sehr natürlich rüberkommende Boxengestaltungsprodukte, irgendwie so. Finde ich sehr angenehm. Auch die Marke hatten wir schon öfters mit drin, von Human and Kind. Ich glaube, das hatte ich sogar in meiner ersten Goodiebox auch mit drin, deswegen ist mir das immer das Body-Soufflé. Das ist die Moisturizing Hand Scrub Geschichte. Elderflower and Raspberry. Das ist schön. Was ist Elderflower nochmal? Weiß ich nicht. 2-in-1 ist das. Und sowas kann ich wirklich sehr gut aktuell gebrauchen, weil ich in meine Tagescreme nicht nur das, dieses AHA Glow Gedönsen Booster reinmache, sondern halt auch diese Selbstbräuner Booster. Ein Tropfen nur, aber immerhin. Und danach muss ich immer derbe Hände waschen und ein kleines Handpeeling verwenden, weil ansonsten wird das Ganze irgendwann halt auch mitgebräunt, die Handinnenflächen. Das möchte ich nicht. Das heißt, so alle 2-3 Tage ungefähr, ja, verwende ich halt auch ein Handpeeling. Deswegen kommt mir das sehr gelegen. Ich habe noch eins da von Mary Kay. Das hatte ich auch zugeschickt bekommen von der lieben Sophie. Vielen Dank. Und wenn das leer ist, habe ich auf jeden Fall jetzt ein Backup. Richtig cool. Und was ist Elderflower nochmal? Die Elderblume. Weiß ich nicht. Erinnert mich irgendwie an Harry Potter. Und Raspberry ist ja Himbeere.
Das finde ich echt cool. Vielleicht steht es im Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Mal gucken. Da sind ja auch immer die Preise abgebildet und ganz, ganz witzige Beschreibungen. Nicht nur unser Gesicht, unsere Füße, unser Körper, sondern auch unsere Hände verdienen eine regelmäßige Pflegeeinheit. Ja, aber auf jeden Fall. Doch außer Handcreme vergessen wir sie oft in unserer Routine. Deshalb ist es ab heute an der Zeit, dieses Handpeeling als Ritual aufzunehmen. 100% natürliche Inhaltsstoffe wie getrocknete Himbeersamen und Kieselerde, das Elderflower, nee, das kann nicht Kieselerde, entfernen sanft abgestorbene Hautzellen, während Shea-Butter und Sonnenblumenöl deine Hände, was rede ich denn da, schön weich machen und mit Feuchtigkeit versorgen. Massiere eine erbsengroße Menge unseres Peelings auf deinen gewaschenen, trockenen Händen ein und spül sie anschließend gründlich mit kaltem Wasser ab. Boah, mit kaltem Wasser, ihr seid aber auch hardcore unterwegs, ne? Krass. Okay, 75 Milliliter, da kommst du eine Weile mit aus. Das finde ich nett. So, dann habe ich hier etwas. Das ist von Melusine Paris. Da hatten wir auch schon das ein oder andere Produkt von mit dabei. Ein Eyelash-Serum, also ein Wimpernserum. Ja, das ist dieses Produkt. Wimpernserien sind immer ziemlich teuer und dann freut man sich immer, wenn man eine Box im Abo hat, dass man ein Wimpernserum mit dabei bekommt. Denn so bekommt man halt wirklich diese natürliche Schönheit. Ich benutze ja auch ein Wimpernserum. Ich benutze ja schon seit Ewigkeiten Wimpernserien. Aktuell habe ich aber eins in Anwendung, was wirklich bei mir auch extrem krasse Wimpern macht. Deswegen habe ich mir das sogar auch wirklich, ich hatte das erste Mal von Purish halt in Kooperation zugeschickt bekommen. Und irgendwie mochte ich nicht nachfragen, ob die mir noch einschicken wollen, weil das ist, glaube ich, das kostet 65 € oder so. Und das ist gar nicht mal so günstig. Und dann habe ich mir gedacht, nein, komm, ich hole mir das selber. Ist dann mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst quasi. Habe ich mir dann auch mal mein Wimpern- und Augenbrauenserum bestellt. Dürfte dann auch nächste Woche ankommen, hoffe ich. Ja, und ja, das macht halt krasse Wimpern. Wie das bei dem aussieht, weiß ich nicht. Aber sowas kann ich halt wirklich begrüßen und empfehlen, und da freut man sich drüber, wenn man das in der Box mit drin hat, die 19,95 kostet, weil ich weiß nicht, was das kosten wird, aber das ist halt echt nicht günstig, ne? Ja, 100% natürliche Inhaltsstoffe und 10 Milliliter, also da hast du richtig lange was von. Das ist natürlich extrem krass. 25 €, das ist, wenn ich ehrlich sein darf, richtig erschwinglich, ne? Und 10 Milliliter ist eine Hausnummer. Genau. Auf jeden Fall geil. Also da kann man sich echt drüber freuen, wenn man es drin hat, muss ich, ne, wirklich sagen. So, ich habe hier ein Säckchen drin, was so aufregend aussieht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen alles sich so sandig hier anfühlt. Weil das fühlt sich an wie ein Stein. Von Moshi Moshi Mind ist das. Und da hatten wir auch schon, ich glaube, so Rose-Quarz-Roller und sowas, ne? Rose-Quarz-Roller. Und ich nehme das mal raus. Ja, das ist... ja. Krass, das ist so ein richtiger Bimstein, oder? Das finde ich ja geil. Kann ich immer gut gebrauchen. Sowas verwende ich dann gerne halt unter der Dusche. So als Step, bevor ich dann aus der Dusche tatsächlich rausgehe. Und damit kannst du halt schön deine Hornhaut von den Füßen entfernen. Auf sehr... manchmal unangenehme Art und Weise. Also ich finde dieses Gefühl von Hornhaut entfernen immer ganz unangenehm. Das ist genauso wie mit Fingernägeln über die Tafel zu kratzen. Mag ich gar nicht. Aber es ist einfach sinnvoll, ne? Es riecht auch irgendwie so ein bisschen nach Stein, aber halt irgendwie auch so ein bisschen nach Urlaub. Als wäre das so ein Lavastein oder sowas, ne? Weil das ist ja auch quasi so nicht perforiert, das hat halt so Löcher drin. Mensch, Claudia, was redest du hier? Mein Tisch ist dreckig. Toll, ich habe eben sauber gemacht und gesaugt. 11 € kostet Moped. Okay, deine Füße werden es dir danken. Dieser 100%ige Lavastein, wusste ich es doch, kam mir bekannt vor. Habe ich jetzt eigentlich eine schwarze Nase? Nee, geht. Von Moshi Moshi Mind, ist von Mutter Natur selbst gemacht. Naja, ich glaube nicht, dass sie das auch in diese Form gebracht hat und dieses wunderschöne Aufhängevieh mit dazu gegeben hat. Aber der Stein an sich kann ich mir vorstellen. Der Pimpstein... Pimpstein? Ich dachte, das wäre ein Bimsstein. Egal. Ist eine bemerkenswerte Wunderwaffe, um gesunde und gut aussehende Füße zu bekommen. Zusammen mit deinem Oder kommen wir gleich zu. Da haben wir nämlich noch ein weiteres Produkt für die Füße. Also ich finde es cool, ne? Weil jetzt kommt ja die Zeit, wo wir mehr so unsere Füße zeigen, hoffentlich. Dass dann irgendwann mal schöneres Wetter kommt, hoffentlich. Und dann hat man auch offene Schuhe. Und dann finde ich das halt ganz angenehm, wenn man auch gepflegte Füße hat. Ich verwende zwar jeden Abend auch so eine Fußcreme, ne? Manchmal, wenn ich keine Fußcreme mehr habe, nehme ich halt Handcreme anstatt von Fußcreme für die Füße. Und finde ich nett. Ja, ne? Ein Stein. Das ist nett, Sammy. Das ist nett. Aber jetzt habe ich hier alles ein bisschen dreckig. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Aber bin ich auch selber mit Schuld. Ich habe ja eben das Ding geschüttelt. Okay. Was haben wir hier?
Food Lab Co. Instant Food Peeling. Okay, das ist ja interessant. Ein Fußpeeling und ich weiß gar nicht, was haben wir hier drin? 30 Milliliter. Das ist so ein Spray. Ein Peeling für die Füße als Spray. Okay, ich kenne das halt, dass man halt so mit richtigen mechanischen Peelingpartikeln und dann die Füße peelen und so. Wenn ich meinen Körper peele, peele ich meine Füße halt auch immer mit, ne? Aber als so ein Vieh, was macht das? Okay, kostet 13,50 Euro, läuft. Übrigens, doch. Das ist auch in Schweizer Franken dargestellt immer. Das ist ja auch interessant, ne? Ja. Wenn sich die Sommertage nähern, stehen Flipflops und Sandalen wieder hoch im Kurs, sag ich doch. Aber die meisten von uns haben unsere Füße im Winter wahrscheinlich etwas vernachlässigt. Gar nicht. Oder waren einfach zu faul. Schuldig. Mit deinem neuen Foot Peeling Spray erhältst du ein Peeling Serum, das abgestorbene Hautzellen sofort aufweicht. Das heißt, man verwendet erst das und dann nimmt man das, den Lavastein. Okay, läuft bei ihm. Trag es einmal pro Woche auf, bevor du unter die Dusche springst. Sprüh das Serum auf deine Füße und Fersen, lass es circa eine Minute einwirken, bevor du es mit einer Fußfeile oder Pimpstein, das heißt nicht Pimpstein. Ich pimpe zwar meine Füße, aber es ist doch ein Bimsstein, oder? Ich weiß nicht, sage ich das falsch? Entfernst. Einige werden einen sofortigen Effekt spüren, andere müssen es ein paar Mal verwenden, bevor sie den vollen Effekt sehen. Ja, wahrscheinlich kommt auf die Dicke der Hornhaut anläuft. Ne? Also ich finde es irgendwie ganz interessant, dass es halt mehr so auf Pflege sich konzentriert hat, wo man eigentlich eher so die Körperregion mehr oder weniger vernachlässigt. Ne? Also ich glaube, ein Wimpernserum ist immer mehr im Kommen, ne? Tatsächlich. Also das verwenden immer mehr Leute, aber es ist nicht so populär. Sag ich mal. Also wenn ich das auch so bei meinen Freundinnen sehe zum Beispiel, ne? Da verwendet auch nicht jeder ein Wimpernserum und nicht jede Kante auch, bevor ich denen das irgendwie mal erzählt habe. Ja, ich erzähle denen das. Ich erzähle ihnen viel von meinem Leben, Leute. Genau, auf jeden Fall kannten die das, glaube ich, auch vorher teilweise gar nicht. Was diesen Bimsstein angeht, was das Handpeeling angeht und dieses Fußpeeling und so, finde ich auch ganz cool, weil das sind halt wirklich Sachen, die man vernachlässigt. Auch Sonnenschutz wird leider immer wieder vernachlässigt. Dieses Fruchtsäure-Peeling ist halt mal was Besonderes. Also was Besonderes ist es definitiv. Mir persönlich fehlt die dekorative Kosmetik, aber ich bin ja auch ein Freak. Aber ich finde den Inhalt der Box toll. Hat mir gut gefallen. Und deswegen bin ich gespannt, was im Juni kommt. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn wir jetzt irgendwie sowas Blush-mäßiges oder so drin gehabt hätten. Ne? So, jetzt redet sie schon wieder von dekorativer Kosmetik. Aber trotzdem, so eine kleine Sache. Bisschen cool gefunden. Egal. Ihr Lieben, das war jetzt hier mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Das sind ganz schön viele. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!